Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Wir sind gerade mit Ethan beim Psychiater und ja, wir sind gerade dabei, ihm von den Blackouts zu erzählen. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Wow. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Okay. Ah, Sie der hat hatten so Glück, einen Ethan. Reifen. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Alter, der lag 6 Monate im Koma. Leute, ganz ehrlich, ich frag mich dann schon, hat sich. Und übrigens, da unten diese Millimeteranzahl, die hat auch eine Bedeutung, die will ich allerdings jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ja, spielen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Hä? Wieso war er denn zu spät? Er ist doch rechtzeitig ins Bett gegangen. Verstehe ich nicht. Willst du was essen? Ah, okay. Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Mann, er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason. Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Na, mal schauen. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Früher hat Sean die Wippe geliebt. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Das mit dem Bumerang würde ich ganz gerne machen. Ah, nee, nein, 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 nein. Ich will mich nicht wieder hinsetzen. Ach, da ist der Rucksack. Der ist links von Sean. Okay. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren? So, heitern wir den Guten mal ein bisschen auf. So. Und zack. Ja, man muss die Dinger nur richtig werfen und dann. Ah! Zack! Sehr gut. Yay! Na komm. Willst du es mal versuchen? Ah, okay. Wir zeigen es ihm nochmal. So. Und werfen. Ah, X. Wow, Perfekt. du hast Yay. geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Genau. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Genau. So. R1. Jetzt. Wirf ihn. Okay. Na, na? Schafft das? Jawohl, sehr gut. Geschafft, geschafft.
geschafft, ey. Ganz toll, Sean. Schön. Siehst du? War gar nicht so schwer. Schön. Ah. Wunderbar. Ah, da freut er sich. Schön. Gut. Schauen wir mal, womit wir noch mit ihm spielen können. Schaukel finde ich ist ein bisschen. Komm, Drehkarussell. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann nicht so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Yay! Na komm. Schauen. Na komm. Okay. Ah, R1. L1. Und los geht's. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Komm schon. Schneller. Oh Mann. Schneller, mir fällt mein Daumen gleich ab. Ich malträtiere die X-Taste bis zum geht nicht mehr. Oh, endlich geschafft. Oh Mann, ey. Wow. Das ist dir ganz schön schwindelig. Ja. Ein gutes Astronautentraining. Genau. Alles klar. Schön. Und da hinten sehe ich ja noch einen kleinen Süßigkeitenstand. Vielleicht können wir ihm ja was besorgen. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Danke. Danke. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Oh, ja, das ist lieb von ihm, dass er sich trotzdem bedankt und sie einsteckt. Vielleicht wird er das einem Freund geben oder so etwas. Guck mal. Ist ein lieber Junge, oder? Na komm, einmal auf der Wippe können wir noch, oder? Ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Okay. Dann setz dich drauf. Ja? Komm, Dad, lass mich fliegen. Wie du willst. Jetzt ist er schon geflogen. Zack. Ja, ja. Das mögen die Kinder wirklich sehr. Ich spiele ja auch sehr oft mit meinem Neffen. Und der genießt so etwas auch ziemlich. Okay, ich glaube, was anderes können wir noch nicht mehr machen, deswegen... Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Gut. Dann gehen wir. Hol deine Tasche. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Okay. Oh Mann, ey. Ja. Also der Sohn gibt ihm nicht die Schuld. Der Psychiater sagt auch, dass er sich nicht die Schuld zu geben braucht, weil es ein Unfall war. Und ich meine, der hey Dad, Mann... Kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Okay. Wo sollen wir hin für die Karte? Hallo. Och Mann, ey, die Kamera ist jetzt gerade richtig scheiße. So. Wo ist der gute Mann, der das Karussell besitzt? Hallo. Ah, da. Endlich. Einmal. $1.
Gut. Mann, ey. Eine Runde für einen Dollar ist auch schon, ne? Alles klar. Schön. Oh je. Eieiei. Wow, holy shit. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ist aber Gott sei Dank nichts Großartiges passiert. Oh Mann. Oh. Scheiße. Sean! Sean! Fuck, wo ist der Park? Wo ist der Park? Wo ist der... Was? Ey, ach so. Okay, er läuft schon zum Park. Gut. Scheiße. Na, auf dem Pferd ist er nicht mehr. Da ist sein Rucksack. Scheiße. Sean! Fuck, 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 fuck. Ach stimmt, jetzt rennt er, glaube ich, nach Hause. Sean! Hier ist er nicht, hier ist er nicht. Vielleicht draußen? Nein, nix. Okay, nach oben. Sean! Sean! Ah. So eine Scheiße. Oh nein. Ach Gott, ey, der arme Ethan. Ja, eine Origami-Figur. Wir wissen, was das heißt. Jetzt ist der arme Sean vom Origami-Killer entführt worden. Das ist so ein Dreck einfach nur. Ohne Witz. Das eine Kind verloren und das andere Kind jetzt entführt. Dienstag, 9.55 Uhr, 33,68 mm. So, Momentchen, ich muss ganz kurz unterbrechen. So, weiter geht's. Wir spielen jetzt wieder mit Norman. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ah. Ein bisschen ARI-Zeit wäre jetzt nicht schlecht. Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Erstmal die Formalitäten, dann kann ich die richtige Arbeit erledigen. Ja, ich hasse es auch, nichts zu tun zu haben. Das ist schrecklich, deswegen hasse ich es auch im Krankenhaus. Da die ganze Zeit nur im Bett liegen zu müssen, man hat kaum eine Möglichkeit, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, es sei denn, man nimmt sich was von zu Hause mit. Ja, okay. Oi. Ja, guckt euch das mal an. Nettes kleines Spielzeug. Hm.
Der so, what the fuck, man, was macht der denn da? Wiederholt sich das jetzt nur noch? Ja, jetzt wiederholt sich das nur noch. Okay, dann können wir das auch wieder wegstecken. Ja, netter Zeitvertreib. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Hi. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, es passt. Doch, doch. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, habe ich. Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ja, zeig mal her. Mal sehen, was sich machen lässt. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ah. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. So schaut's aus. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Ich werde mein Bestes geben. Nicht schlecht. Ja, ich kann auch keine Krawatten binden. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Yay. Okay. Gibt es hier noch irgendetwas von Interesse? Sieht nicht so aus. Nö. Ich glaube nicht. Ah, warte, Untersuchung. Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Ja, okay. Ich wollte jetzt auch noch gar nicht gehen. Ich wollte wenigstens der Pressekonferenz beiwohnen. Aber warte. Was ist das denn? Sammlung für Larrys Beförderungsgeschenk. Aha. Kann ich nachfragen? Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ja, komm, wir geben mal was dazu. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Okay. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Wo ist eigentlich nochmal diese Pressekonferenz? Da drinne? Nee. Nee, da sind die Toiletten, oder? Ja, Toiletten. Nein, muss ich nicht. Oder lässt sich hier irgendwas machen? Nö, glaube ich nicht. Wir gehen einfach mal wieder raus. Ich glaube nicht, dass sich auf der Toilette irgendwas Besonderes machen lässt. Wäre ja auch merkwürdig. Momentchen, bevor ich mir von ihr mein Büro zeigen lasse, will ich noch gucken, ob ich nicht diese Pressekonferenz finden kann.
von der gute Mann geredet hat? Oder findet die noch nicht statt? Müsste doch eigentlich, oder? Nee, da ist der Eingang. Ah, da. Da ist er doch. Dann gucken wir mal kurz zu. Angeblich hat das FBI einen Profiler geschickt, der mit Ihnen ermitteln soll. Ist das wahr? Sie sind gut informiert. Ja, wir haben das FBI gebeten, die Ermittlung mit einem Profiler zu unterstützen. Wir wollten das in den nächsten Tagen bekannt geben, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Laut zuverlässiger Quelle übt das Rathaus Druck auf die Behörden aus, nicht von einem Serienmörder zu sprechen. Man befürchtet Auswirkungen auf die Wahlkampagne des Bürgermeisters. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Reine Spekulation. Zu keiner Zeit war der Bürgermeister in die Ermittlung eingeschaltet. Außer natürlich, um die Polizeiarbeit zu unterstützen. Danke für Ihre Mitarbeit. Eine Frage bitte. Eine letzte Frage. Captain Perry, bitte. Captain Perry, noch eine Frage. Schon vorbei. Eieiei. Da haben wir wahrscheinlich das meiste schon verpasst. Na gut. Okay, dann lassen wir uns diesmal unser Büro aber zeigen. Schauen wir mal, wie unser gutes Zimmerchen jetzt aussieht. Ein FBI-Ermittler wird ja wohl ein nettes kleines Zimmerchen bekommen, oder? Groß muss es nicht sein, aber wenigstens ordentlich, ne? Wow. Das? Da liegt sogar noch Staub in der Luft. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Toll. Irgendein verstaubter Raum, der wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr genutzt wurde. Guckt euch das an, der Putz fällt schon von den Wänden. So sieht's zumindest aus, ey. Aha. Okay, Zeit zu arbeiten. Gut. Na. Ist hier nichts Wichtiges? Na gut, dann setzen wir uns halt hin. Und werden mal ein bisschen die Fakten ordnen. Okay. Oder wir räumen alles vom Tisch, selbst das Telefon. Anstatt es einfach runterzusetzen, einfach runterschmeißen. Ja, natürlich, warum auch nicht? Achso, will er es an die Wand schieben oder was? Alles klar. Ja. Alles muss man selber machen hier. Das ist ein Saftladen. Gut. Ja. Jetzt zücken wir wieder unsere Sci-Fi-Brille. Mit diesem ARI-Programm. Das Büro wechseln. Aha. Okay. Oi. Ah. Okay. Ein Herbstblatt. Planeten. Das sieht aus wie Wolken. Das nehme ich mal. Wow, holy shit. Leute, was ist das denn für eine sicke Brille? Das sieht ja geil aus. Gucken wir uns mal die anderen Sachen kurz noch an. Ach so, das ist jetzt einfach nur auf einem fremden Planeten. Das ist ja langweilig. Ich dachte, das wäre mitten im All. Und das ist wahrscheinlich irgendeine... Boah, jetzt ruckelt's aber stark. Okay, jetzt ist es vorbei. Ja, ein schöner Herbstwald. Ja, ist zwar ganz nett, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das allererste hat mir am besten gefallen. Hä? Was zum Teufel? Okay. Unter Wasser. Ja. Ich wollte aber eigentlich das Wolkending. So, ganz genau. Perfekt. Das will ich haben. Das ist geil. Gut. Ja, kann ich jetzt... alle entfernen. So, alle entfernen. Hallo. Na also, geht doch. Okay, Hinweise. Jetzt müssen wir ein bisschen
die ganzen Hinweise richtig zusammen führen und eine These draus schließen. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Aha. Aber warte, Geoanalyse, was ist das denn? Hallo, kannst du mal bitte, danke. Geoanalyse? No data for Geoanalysis. Alles klar. So. Orchidee. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Geoanalyse? Die Orchidee wow. ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Tja, okay. Dadurch können wir schon mal nicht auf Tatort oder den Täter schließen. Schade. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Okay, Geoanalyse gibt's wahrscheinlich auch nichts Großartiges. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Oh. Okay. Ja, aber der Täter könnte sie ja theoretisch auch selber machen. Mit Handschuhen ist zwar schwierig, aber wer weiß. Ja, erstmal wieder alle entfernen und zu was anderem kommen. Zu den Akten. Alter, das ist so ein krasses Programm, Leute. Origami-Killer Opfer. Ja, das öffne ich mal. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Echt? Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Oh. In Regenwasser ertrunken. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht an das Spiel Heavy Rain, an den Namen des Spiels Heavy Rain, ne? Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Das ist krass. Okay, Origami Killer Victims. Ach so, habe ich schon. Ja, okay. Geoanalyse? No data. Okay, vielleicht der Modus Operandi. Ah ne, den hatten wir ja jetzt. Dann vielleicht zu den Opfern irgendeine Geoanalyse. Okay. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Ja. Schwierig, schwierig. Was haben wir denn sonst noch? Umgebung. Ach nee, das. Nein, 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 das will ich nicht. Quatsch. Ich dachte jetzt die Umgebung der Tatorte oder sowas. Karte. Ach, Leute, ich muss an dieser Stelle leider Schluss machen, denn der Part ist jetzt auch wieder an seinem Ende angelangt. Deswegen, ich bedanke mich bei euch sehr fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Teil von Heavy Rain, wo wir noch sehen werden, was in diesem Büro mit dem Norman alles passieren wird. Bis zum nächsten Mal.